In der nächsten Sequenz, wir haben ja eben schon viel mit dem Iliosakralbereich und der LWS gearbeitet, kümmern wir uns einerseits um das Os Sacrum wiederum, gerade da, wo wir sehr, sehr viele Faszien, vor allem Bandstrukturen haben, wo wir oft sehr fest sind und sehr unbeweglich. Dazu benutze ich jetzt hier diese Black Roll, also die Black Roll, nicht Roll, Black Roll, oder auch Pilates Rolle genannt. Diese hat die Besonderheit, dass sie vibrieren kann. Ne, diese Spezialanfertigung der Firma Black Roll. Das ist die höchste Stufe, das ist die kleinste, das ist die mittlere. Probieren wir es erstmal mit der kleinsten Stufe. Leg mal das Gerät hier unter die Black Roll unter dein Os Sacrum, dein Kreuzbein. Genau, dann leg dich mal richtig darauf und stütz dich ruhig so mit den Armen ab, mit den Unterarmen ab am besten, sodass hier der Körper später eine Linie bildet. So, jetzt mache ich mal die kleinste Stufe an, sonst macht es viel zu viel Krach. So geht es, ne? So, jetzt spann mal richtig schön deine Bauchmuskulatur an. Versuch mal das Gleichgewicht zu halten. Zieh jetzt mal deine Beine an. Und streck jetzt mal deine Beine. Richtig ausstrecken. Bei Patienten, die jetzt nicht so kräftig sind, kann ich hier natürlich leicht helfen. Jetzt machen wir mal verschiedene Bewegungssequenzen. Erstmal so zwei, dreimal anziehen, strecken, jetzt auch mal die Zehen strecken, wieder anziehen. Ich habe ja auch eine gute Kräftigung im Psoas, strecken, Zehen strecken, wieder anziehen. Jetzt kannst du dich ein bisschen seitlich legen und das Gleiche machen. Und zur anderen Seite auch. Und jetzt mal strecken und so eine kleine Rückenschwimm-Fußbewegung, Beinbewegung. Und dann mal nach links und rechts im Kreis ziehen. Zwei, dreimal nach links, dreimal nach links, dreimal nach rechts. Und wieder anziehen, strecken, Zehen strecken, wieder anziehen. Und dann darfst du dich entspannt, dass ich ruhig so nochmal so ein bisschen entspannt drauflegen, so ein bisschen hin und her bewegen, ne, ohne Anstrengung. Kannst dich auch mal so ein bisschen rauf und runter rollen lassen über die Wirbelsäule. Ruhig bis zur Brustwirbelsäule hoch. Ne, einfach mal so ein bisschen genießen. So, weil sie jetzt sehr angespannt war, ist es auch sinnvoll, leg jetzt einfach mal deine Schultern ab, ein Stück hochrutschen, also jetzt so richtig auf ihn aufliegt, genau, kann man mal so ein bisschen den Nacken leicht ausstreichen, weil sie hat sich ja gerade stark angestrengt und dann kannst du dann langsam kurz aufstehen, ein bisschen deine Beine locker kreisen. Dem folgt jetzt die Psoas-Behandlung im nächsten Clip.